Weiter geht's. Die unvollendete Komödie von jetzt an. Interessant ist ja, wo wir jetzt hier hinkommen. Und zwar hier, wo wir auch schon mal einmal diese Bauernquest hatten. Die war ja da gewesen. Und da war ja die Geschichte, dass die Tochter ja abgehauen ist. Und ja, sonst wo ist. Und dann hat sie auch nicht mehr geschrieben oder sonst irgendwas. Ja. Ja, jetzt ist es naheliegend, wenn die im Gefängnis gelandet ist, ist es dann auch irgendwie kein Wunder, dass sie dann nicht mehr antworten kann. Würde ich jetzt mal davon ausgehen, aber können natürlich auch zwei verschiedene Geschichten sein, das ist jetzt auch nicht so abwegig. Na, schauen wir mal. Sieh mal, dort ist das wahre Zuhause, in das du zurückkehren solltest. Wie Agnes es gesagt hat, am Fuße der Berge, wo eine sanfte Brise weht, auf einer Wiese voller Blüten. Das dort drüben, so wie Mama es gesagt hat? Semia, Palma, bring doch Lanuja hinüber. Und Kater? Kater geht nicht mit mir? Ich bin müde, ich ruhe mich erst einmal ein wenig hier aus, später werde ich nachkommen. Dann mache ich auch eine Pause und wenn Kater ausgeruht ist, gehen wir ja zusammen hin. Semir und Paimon sind bestimmt auch müde. Schade, dass Bran und Woolsley nicht hier sind. Ich möchte zurückgehen. Wohin zurück? Natürlich zum Fort Meropide. Fort Meropide ist nicht dann zu Hause. Wir sollten noch nicht zurückgehen. Lanuja, willst du... du... Nanu? Sekunde. So, jetzt soll es wieder gehen. Gut. Lanuja, willst du nicht zu deiner Familie zurückkehren? Schau mal, das Ziel dieser Expedition liegt schon vor dir. Du musst nur noch dorthin gehen. Übrigens, Paimon glaubt, dass wir deine Familie schon früher kennengelernt haben. Viele Details stimmen überein. Du erzählst Lanuja, wie Earnshaw geholfen hat. Genau, richtig. Earnshaw. Der war das. Das Tassus Ragout, das Earnshaw macht, schmeckt vorzüglich. Lanuja, dir würde es bestimmt gefallen. Wie Agnes gesagt hat, Lanuja, es gibt nichts, worüber du dir Sorgen machen musst. Geh einfach heim. Earnshaw wird sich sicher gut um dich kümmern. Aber Kater, willst du mit mir gehen, nachdem du dich ausgeruht hast? Lanuja. Lanuja, jeder Mensch hat einen eigenen Ort, an den er zurückkehren muss. Du solltest zu deiner wahren Familie gehen. Und ich habe auch einen Ort, an den ich gehen muss. Aber werden wir uns später wiedersehen? Am Ende der Geschichten verschwinden auch die Figuren. Ich glaube, dann werden sie einander nie wieder zu Gesicht bekommen. Nein, das ist nicht so. Deine Abenteuergeschichte hat gerade erst begonnen. Die ganze weite Welt wartet noch darauf, von dir erkundet zu werden. Dies ist lediglich ein vorübergehender Abschied. Wir werden uns wiedersehen. Wirklich? Ganz bestimmt? Ich weiß, dass du mich noch nie angelogen hast, aber... Lanuja, lass mich dir eine Geschichte erzählen. Vor langer, langer Zeit gab es einen Zauberlehrling. Er war ein unbegabter Lehrling, der viel mehr Zeit als die anderen brauchte, um die Sprache der Magie zu lernen. Sein Lehrer, ein beeindruckender Zaubermeister, machte sich darüber aber keine Sorgen. Stattdessen lobte er ihn für seine Fortschritte. Er trug ihm sogar wichtige Aufgaben auf. Und er zweifelte nie an den Anweisungen seines Lehrers. Schließlich war er ja der Zaubermeister, der ihm die Sprache der Magie beigebracht hatte. In der Werkstatt des Zaubermeisters gab es ein Becken, das man auch als Fischglas bezeichnen konnte. Darin hielt er einen kleinen Fisch. Eines Tages rief der kleine Fisch den Lehrling zu: »Hey du da, Dummerchen, hilf mir!« Der Lehrling war erstaunt, denn an diesem Ort gab es außer dem Zaubermeister keine anderen Menschen oder Kreaturen, die auf diese Weise zu ihm sprachen. Deshalb fragte er neugierig, wie er denn helfen könne. Er stellte sich heraus, dass der kleine Fisch früher im grenzenlosen Meer lebte. Nachdem er hierher gebracht worden war, wurde er von seiner Familie getrennt. Er hatte andere Menschen auch um Hilfe gebeten, aber niemand hatte darauf reagiert. Ich würde dich gern nach Hause bringen, aber mein Lehrer lässt mich nicht raus, sagte der Lehrling. Enttäuscht schwamm der kleine Fisch zum anderen Ende des Beckens und redete nicht mehr mit dem Lehrling.
Eines Tages bemerkte der Lehrling, dass der kleine Fisch nicht mehr in dem Becken war. Wer hatte ihn mitgenommen? Wer hatte ihn nach Hause gebracht? Der Lehrling konnte nicht anders, als sich zu fragen. Ohne den kleinen Fisch war das Becken vollkommen leer. Wie sah das sogenannte grenzenlose Meer aus? Die Gedanken des Lehrlings wanderten unbewusst in die Welt außerhalb der Werkstatt. Und wie ging es dann weiter? Lass mich raten, der Lehrling wollte dann bestimmt die Werkstatt verlassen. Aber der kleine Fisch? Ist er wirklich nach Hause zurückgekehrt? Und das Meer? Das ist ein Ort mit ganz viel Wasser, ja? Konnte der Lehrling den kleinen Fisch dann noch finden? Den Rest der Geschichte erzähle ich dir beim nächsten Mal. Es ist langweilig, nur meinen Geschichten zuzuhören, nicht wahr? Wenn du meine Geschichten nicht hören möchtest, kannst du mir bei unserem nächsten Treffen auch die Geschichten erzählen, die du von Earnshaw gehört hast. Ich bin mir sicher, er wird auch eine Menge Geschichten haben, die er mit dir teilen will. Ah, dann werden wir uns das nächste Mal sehen. Werde ich unbedingt ganz viele schöne, wunderschöne Geschichten parat haben. Ich freue mich schon darauf. Ich freue mich schon auf deine Geschichten. Und jetzt solltest du nach Hause gehen, Launia. Die Trennung ist nur vorübergehend. Wir werden uns wiedersehen. Ja, Kater, also dann, auf Wiedersehen. Emiria, Paimon, gehen wir. Ich weiß nicht, ob die sich wirklich wiedersehen. Bring bitte Launia nach Hause, ich zähle auf euch. Oh, gute Kindchen, was führt euch hierher? Und dieses Mädchen ist? Seltsam, sie sieht ein bisschen aus wie... Achso, das darf ich vorlesen, das ist ja nett. Paimon und du erzählt Earnshaw, was ihr von Caterpillar über Agnes gehört habt. Zwischendrin ergänzt Launia die Geschichte auch mit ein paar eigenen kindischen Worten. So war das also. Mein dummes Mädchen ist bereits... Ja, und das ist leider sehr traurig, ja. Er hat sich über sie aufgeregt die ganze Zeit und es gab keine Antwort, ja. Konnte es auch nicht. Echt Sinne. Mama ist nicht mehr im Fort Meripede. Ist sie denn auch nicht hier? Ja, ihr gefällt es hier nicht. Daher ist sie nach dem Weggehen nie wieder zurückgekommen. Warum denn? Hier gibt es doch alles, was ihr gefällt. Prinz, Prinzessin und Recke. Ich habe sie sofort erkannt, als ich sie sah. Mama sagte, sie änderte ihre Meinung immer sehr schnell und sie bedrängte ihren Papa, also mein Opa, eine Ewigkeit lang, bis er schließlich zustimmte, Welpen zu adoptieren. Und sie mochte es sehr, diese herauszuputzen. Herauszuputzen. Aber bald gab es schon wieder etwas, das ihr noch besser gefiel. Deshalb hat sie die Welpen nicht aufwachsen sehen. Warum kommt sie dann nicht zurück? Wenn sie noch nicht zurückkommt, werde ich auch... Wenn sie noch nicht zurückkommen, werde ich auch groß. Die werde ich aufwachsen sehen. Wirklich? Ich dachte noch, sie würde nicht mehr zurückkommen, weil sie etwas gefunden hat, das ihr mehr gefällt. Dann wird das hier von nun an mein Zuhause sein? Ja, gutes Kindchen, das ist von nun an dein Zuhause. Ich rieche den Duft eines Tasses Ragout. Du kannst so viel essen, wie du möchtest. Ich bin zurück in meinem eigenen Zuhause. Da wird Carter auch froh sein, oder? Carter, ist er derjenige, den ihr erwähnt habt, der sich stets um das Kind gekümmert hat? Wenn es ihm nichts ausmacht, würde ich ihn gerne einladen, sich hier eine Weile auszuruhen. Er hat noch etwas anderes zu tun. Stimmt, weil er ziemlich viel weiß, kommen viele Leute zu ihm und bitten ihn um Hilfe. Ach so, das ist aber schade. Könnt ihr ihm eine Nachricht für mich überbringen? Wann auch immer, die Tür dieses Hauses wird ihm immer offen stehen. Falls möglich, ladet ihn ein, uns hier zu besuchen. Gerne, wir werden ihn das übermitteln. Ja, überlass das uns. Carter und ich haben vereinbart, wenn wir uns das nächste Mal sehen, werde ich Ihnen viele wunderbare Geschichten erzählen. Ah, dann müssen wir eine Menge toller Geschichten vorbereiten, die 100-mal spannender sind, als diese sind, die er erzählt hat. Sehr gut, 100-mal, das wird sogar Carter ganz schön staunen. Dann können wir Tee trinken und über die Vergangenheit plaudern. Oh, ich werde noch ein paar Kuchen backen.
Endlich bist du wieder bei deiner eigenen Familie, Lanuja. Du musst müde sein. Dann stören wir nicht weiter. Simia Peimann, wollt ihr auch gehen? Wir müssen auch unsere eigene Expedition fortsetzen. Na dann, wenn ich etwas größer geworden bin, dann können wir wieder gemeinsam auf Expedition gehen, ja? Und Carter geht auch mit. Ach, sehr niedlich. Eines Tages vielleicht. Lass uns warten, bis du ein wenig größer bist. Ja, danke euch, die Miria Peimann. Auf Wiedersehen. Wollt ihr also gehen? Danke, danke, gute Kindchen. Ich wünsche euch eine gute Reise. Ah, so. Ach, jetzt ist er hier. Liebe Kindchen, es ist schon spät. Ihr solltet auch bald euch auch bald ausruhen. Ja, gute Nacht. Gute Nacht. Ins Haus kann man aber nicht, ne? Also normalerweise würde dann, ich schätze mal, wenn jetzt Tag ist, ist die Kleine hier irgendwo unterwegs. Oder? Ne, ach ne, das sind die Hündchen, ja. Na, gehen wir erstmal zu Carter hin. Der dann nicht mehr... Doch, als kleines Kind steht er wieder da. Caterpillar, wenn du so wie jetzt Ermshaw und Lanuja triffst, ist das nicht auch großartig? Bist du sicher, dass du sie nicht sehen möchtest? Lanuja ist in der normalen Welt zurückgekehrt und ist jetzt bei ihrer wahren Familie. Für sie ist dies das beste Ende der Geschichte. Was mich betrifft, sie wird mich bald vergessen. Sag so etwas nicht. Du weißt genau, dass sie für dich auch sehr wichtig ist. Dass sie für dich auch sehr wichtig ist. Sie wird eure Vereinbarung bestimmt nicht vergessen. Wenn du sie wirklich nie wieder triffst, wird sie sicher traurig sein. Nein, das wird sie nicht. Kinder vergessen schnell Dinge, egal ob Begegnung oder Abschied. Nur so können sie heranwachsen. Ich bin nur eine Figur in einer Geschichte. Manchmal ein tapferer Held und manchmal ein schreckliches Monster. Lassen wir die erfundenen Geschichten in den Erinnerungen der Vergangenheit. Jetzt hat sie ihre wirkliche Welt und die ist 100-mal besser als die der erfundenen Geschichten. Demir, Paimon, ich danke euch. Gern geschehen. Wie bereits gesagt, es gibt einen besseren Ort, an dem sich historische Geschichten erzählen lassen. Wie zum Beispiel Narzissenkreuzverein. Oh, dort waren wir doch schon mal. Wenn das so ist, sparen wir uns die Suche nach dem Weg. Dann können wir ja jetzt gleich los. Gut. Ah, die Unfallgeschichte abgeschlossen. Cool. Ah, und dann als nächstes geht es endlich weiter mit dem Narzissenkreuzverein. Da freue ich mich ja drauf. Da ist das. Ha. Na, das sehen wir dann bei der nächsten Quest. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Obwohl, jetzt will ich ja nochmal ganz schnell zum Abschied gucken. Da ist das kleine Mädchen. Mal sehen, was sie so erzählt. Weil es ist ja wieder Tag. Trink nicht so viel Süßes. Guck mal, da hat sie eine Stimme. Warum kann man das nicht die ganze Zeit machen? Das kapiere ich wieder nicht. Das ist mir zu hoch. So redet sie doch. Naja, gut. Ist so. Schade, wenn auch Carter hier wäre, könnten wir es zusammenteilen. Auch wenn Carter hier wäre, könnten wir heute keine Fanta mehr trinken. Ah, aber Carter hat gesagt, dass Freude sich verdoppelt, wenn man sie mit anderen teilt. Carter hat ja schon auch gesagt, dass man nicht zu viele Süßigkeiten essen soll und nach dem Essen die Zähne putzen sollte. Ja, das hat er wirklich gesagt. Ah, niedliches Gespräch. Ja, gut. So, das war's dann. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und bis dann. Tschüss.